she stood there ground. Tommy and Gina held back down. Tomorrow's getting hotter, make no mistake. Lucky, Nina, lucky, gotta make your own breaks. It's my gibt es immer noch Handwerk. Zum Handwerk gehört auch das Haar. Aber wie kommt Friseusen, davon gehe ich jetzt erstmal aus, bei Haardesign, ins Handwerkerzelt? Weil wir was Neues vorstellen wollen, und zwar die Schneidetechnik mit dem Kalligraph, was noch recht neu ist, entwickelt vom Frank Brohrmann. Das ist eine Schneidetechnik, speziell auch für feine Haare, für mehr Volumen, mehr Fülle. Ein Traum jeder Frau, schöne Haare, gesündere Haare, einfaches Styling. Um das vorzustellen, dass wir das anbieten in Bitburg. Das heißt also, Sie benutzen keine Schere, sondern ich sehe einfach mal, ich weiß nicht, was es sein soll. Wie ein Stift, genau. Wie ein Stift. Das ist der Kalligraph. Tatsächlich, da ist eine Klinge drin. Wichtig ist, die Klinge sitzt da drin im perfekten 21 Grad Winkel, weil das der Winkel ist, wo man Haar schneiden kann, präzise, ohne es zu verletzen. Und es ist genau wie ein Stift,
Das heißt, es ist anstatt schön schreiben, schön schneiden. Ich kann Frisuren gestalten, so wie sie fallen sollen. Also es ist ein ganz anderes Schneiderlebnis, eine ganz andere Art von Schneiden, ja, was, wo ich jetzt auch meine Kunden begeistern möchte. Wie kommen Sie dazu, die Schere abzulegen, was ganz anderes zu machen? Das ist doch, ich meine, jeder Handwerksbetrieb macht heute ganz neue Innovationen, aber wie kommt man auf so eine Idee? Also ich selber habe das jetzt vor 5 Jahren habe ich die Schulung gemacht, weil da braucht man eine spezielle Schulung dafür. Ich habe das ursprünglich von der Pfalz, von Landau, und da mache ich das jetzt auch schon länger. Und es ging einfach darum, ich habe das gesehen, mich hat sofort begeistert die Art, einfach diese neue Art, Haare zu schneiden. Ich habe das Prinzip verstanden, einfach, dass das Haar flexibel bleibt und keine stumpfe Schnitte mehr sind, dass ich viel kreativer sein kann, weil ich mich viel mehr ausleben kann an Frisuren, weil ich Kunden glücklich machen kann. Und das sind alles Sachen, die mich einfach überzeugt haben, dass dieses Gerät für mich einfach mein neues Werkzeug ist, mit dem ich einfach Haare. Jetzt kann ich mir natürlich kaum vorstellen, wie sowas funktionieren soll. Wie kann man mit so einem stumpfen Gegenstand überhaupt richtig schneiden? Ist da jetzt ein scharfes Messer drin? Das muss immer ausgewechselt werden? Da ist eine Klinge drin, richtig. Die muss dann auch immer gewechselt werden. Das stimmt. Die Klinge, die da drin ist, ist auch ultra scharf. Und genau, mit der Klinge werden die Haare geschnitten, ja. Sie präsentieren das ja jetzt hier am Bädermarkt. Aber wo finde ich Sie nachher im wahren Leben, wenn der Bädermarkt vorbei ist? In der Metzgerstraße 17. Bei Hair Design Monika Trapp. I could not foresee this thing happening to you. Beim Rundgang durchs Handwerkerzelt ist uns ein seltsames Gefährt aufgefallen. Was ist es? Das ist ein Tragschrauber. Ein Tragschrauber, das heißt also ein Gerät der Zukunft, wie es im Prinzip heute wie jeder ein Auto fährt, sollte sowas in Zukunft jeder privat haben. Das muss jeder für sich entscheiden, ja. Aber wir sind der Meinung, das ist ein Spaßgerät, ja, erstmal. Ja, wie kommt dieses Spaßgerät hier rein? Durch die Tür natürlich, aber was versuchen Sie uns hier in einem Handwerkerzelt damit zu zeigen? Was wir machen, ist eine Flugschule. Wir haben eine Flugschule, wir machen Flächenfliegerei und diese Tragschrauber hier. Und wir sind hier gebased in Bitburg auf dem Flugplatz und die Flugschule ist ganz neu. Und deswegen sind wir hier, um uns vorzustellen. Eine Flugschule auf dem Bitburger Flugplatz, ist das Startfeld nicht ein bisschen klein dafür? Also für uns reicht es. Für uns würde das hier schon reichen. Das heißt also Tragschrauber, welche Sicherheitsvorkehrungen oder was brauche ich, wenn ich damit fliegen will? Also man muss natürlich eine Lizenz machen. Das ist wie beim Autofahren, braucht man einen Führerschein, das gleiche ist hier auch. Die Flugpraxis, die besteht aus 30 Flugstunden, Theorie sind 60 Flugstunden und man fliegt vom ersten Moment an mit Fluglehrer und man ist da live dabei.
Wie viel Spaß macht es denn so? Als derjenige, der immer am Boden ist, kann man sich sowas kaum vorstellen. Man muss es probieren. Heißt das, Sie bieten auch Schnupperstunden an? Ja, genau, natürlich. Man kann natürlich jedem das erklären, aber das muss man einfach erleben. Das muss man probieren und dann muss man sagen, das ist was für mich oder auch nicht. Das ist ja auch, wenn ich das so sehe, alles offen. Für den Winter ist ja wohl weniger. Das heißt also, jetzt im Sommer könnte ich mich bei Ihnen anmelden und könnte dann eine Schnupperstunde machen und dann entscheiden, ich gehe mal mit Ihnen in die Luft. Absolut, ja genau, gerne. Das wäre gar kein Problem. Wir haben eine Kombi, wir können auch im Winter fliegen, wir haben einen Helm, wir können miteinander reden, kommunizieren während dem Flug. Und ja, macht Spaß. Jetzt der Spaß. Sie sagen erst seit diesem Jahr. Wie kommen Sie dann gerade auf Bitburg? Ich fliege auch noch privat. Ich habe auch noch ein Flugzeug hier stehen. Und von daher sind wir so gebunden an den Flugplatz hier. Jetzt sehe ich auch, Sie haben da noch zusätzlich Firebird. Das ist ja wohl eine Schule für Fallschirmspringen. Bieten Sie das jetzt hier auch mit an? Ja, der Geschäftsführer vom Fallschirmspringer, vom Skybird, der macht auch bei uns hier mit. Also wir sind ein Team, daher kommt das. Aber aus Ihrem Flieger aussteigen, wie war das? Ein guter Pilot versucht es immer nach unten zu bringen, der versucht nie freiwillig auszusteigen. Ich schmeiße immer nur raus oben, aber ich mache selbst springe ich nicht. Ja, jetzt müssen Sie uns noch genau sagen, wo finden wir Sie hier? Gut, der Bitburger Flugplatz ist groß, aber wo genau? Am Tower finden Sie uns. Das ist also das größte. Skybird, wir haben das Büro auch im Skybird drin. Ja, dann hoffe ich, dass wir uns mal oben sehen. Gerne. Vielleicht komme ich mal mit der Kamera vorbei und dann schauen wir uns Bitburg mal von oben an. Jederzeit willkommen.